Bei mir ist jetzt Nikolas Müller und das freut mich sehr. Mich auch. Willkommen. Danke dir. Wir haben jetzt in Realzeit Mittwochnachmittag ja. in Berlin. Wann hast du das letzte Mal deine Tochter gesehen? Gestern, ja. Gestern Nachmittag, Realzeit, in Münster. Und dann hast du ihr gesagt, der Papi muss morgen nach Berlin. Genau. Also das weiß die mittlerweile, also die ist 2 Jahre alt und das Stichwort ist immer Papa Arbeit. Und Papa Arbeit heißt, ich sag Papa heute aber auch nicht Tschüss. Also deswegen sollten wir uns da vielleicht was anderes überlegen. Papa hätte aber gerne, dass sie Tschüss sagt, oder? Ja, natürlich. Ja, ja klar. Ist ja völlig herzzerreißend, wenn man, also vor allen Dingen, weil, also in erster Linie, weil sie dann so trotzig ist und auch irgendwo traurig. Und ich bin so einer der Menschen, der immer Tschüss sagen muss. Also nicht bei Partys oder so, da mache ich den klassischen polnischen Abgang und ja. sage einfach niemandem Tschüss. Aber wenn ich zu Hause wegfahre. Aber man kann es ja immer so ein bisschen zusammenmogeln. Die ist ja erst 2 und ich bin sehr groß und habe lange Arme und kann sie dann anfangen. Aber selbst wenn sie nicht Tschüss sagt und du deswegen ein bisschen traurig bist, Hauptgewinn in deinem Leben? Total, absolut. Also ich kann von all den Sachen, die ich bisher erlebt habe, wo ich gesagt habe, so okay, viel toller kann es eigentlich nicht werden, war das tatsächlich, war gleichermaßen besorgniserregend, so für einen Moment, weil man sorgt sich ja eigentlich ständig irgendwie so ein bisschen. Wobei wir keine Helikoptereltern sind, überhaupt nicht. Wenn die sich ablegt, wenn die sich irgendwie auf die Nase legt oder so, dann passiert das halt. Mhm. So, dann gucken wir nach und wenn alles noch dran ist und alles einigermaßen gerade aussieht, dann wird halt weitergespielt. Aber ich hab echt eine Zeit lang gedacht, so um Gottes Willen, ne, das ist so eine Aufgabe, da weiß ich nicht, ob ich der gewachsen bin. Und dann, als die Aufgabe da war, war das der absolute, totale Hauptgewinn. Ja. Woher kamen die Zweifel, ob du der Aufgabe gewachsen bist? Naja, also erstmal natürlich, ich glaube, das ist eine Frage, die sich jeder stellen sollte, der zum ersten Mal ein Kind kriegt, weil das ist eine Aufgabe, auch wenn man die sieht im Freundeskreis. Ich habe viele Freunde, die halt auch Kinder haben. Ich habe 3 Patenkinder. Das ist alles schon mal gesehen, aber ich habe es nie wirklich selber in diesen 24-Stunden-Turnus mitgemacht. Ich glaube, das ist eine total vernünftige Frage. Und da natürlich kommt halt mein Job dazu, der total unstet ist, bei dem ich auch nicht weiß, wie lang es noch weitergehen kann. Kann halt von heute auf morgen vorbei sein. Und dann hatte ich halt ja einfach auch eine ganze Zeit lang eine ganz mächtige Angst. Und das war was das war so ein Thema, bei dem ich gedacht habe, das soll nicht aufs Kind abfärben. Mhm. Und das wäre ganz, ganz schrecklich gewesen. So, wenn es dann tatsächlich so weitergegangen wäre, das versteht ein Kind, glaube ich, nicht. Dazu muss man sagen, dass deine Frau ja auch genau in der Phase schwanger war und das Kind ja dann im Prinzip auch zu einer Zeit kam, in der es dir überhaupt nicht gut ging. Genau, ja. Also meine Frau war kurz vor hochschwanger, als ich beschlossen habe, aufgrund meiner Angst bei Jupiter Jones auszusteigen. Und als das dann ausgesprochen war, das war, glaube ich, eine Sache, die über kurz oder lang hätte passieren müssen, um einfach wieder gesund zu werden. Und dann gab es aber diesen konkreten Moment, in dem wir es halt einfach aus der Not heraus tatsächlich ad hoc beschließen mussten, sowas, wie geht es überhaupt weiter? Ich glaube, alle haben sich Gedanken darüber gemacht, das ist ganz klar, aber ich glaube, alle hätten es auch gerne noch ein bisschen herausgezögert. So, also es wäre schön gewesen, wenn es noch weitergegangen wäre, sagen wir es mal so. Als die Entscheidung dann aber gefällt wurde, bin ich raus vor die Tür und hab halt echt geheult wie ein Schlosshund, aber das war so, aber auch so ein Katharsis-Heulen. Das war so, okay, alles klar, jetzt da endet jetzt ein Kapitel, aber ich kann endlich gesund werden. Und da ist dann tatsächlich die Tatsache, dass ich mich total halt auch auf meine Tochter gefreut habe, die hat da eine Menge weggemacht. Also ich bin ja eigentlich viel mehr schuldig als sie mir, so, wenn man da überhaupt von Schuldigkeiten sprechen kann. Aber die hat mir viel mehr gegeben bisher, als ich ihr geben konnte. Hattest du zu der Zeit, zu keinem Zeitpunkt, die Befürchtung, dass so eine Vaterschaft noch eine zusätzliche Belastung sein könnte in deiner Situation? Doch, klar.
Das war eine ganz große Frage. Hat sich lustigerweise herausgestellt, dass ich, wenn ich mir die ganzen Papas in meinem Umfeld angucke, eigentlich der entspannteste von allen bin. Ich glaube, weil ich einfach vorher schon so viele Katastrophen durchexerziert habe und immer festgestellt habe, dass sie nie stattgefunden haben. Und dann hat dieser krasse Bruch in meinem Leben, da ist halt so viel passiert, dass ich gedacht habe, ja gut, das, also ich bin von Grund auf Optimist und hänge sehr an dem, was ich bin und tue. Und habe halt gedacht, ja gut, jetzt ist alles Schlimme erstmal passiert. Das heißt, das mit dem Kind muss jetzt ganz großartig werden. Das war so eine Form von Fatalismus. Und dann hat meine Tochter mir halt gezeigt, wie es ohne Angst funktioniert. Weil die sind ja kamikaze-mäßig angstfrei. Da ist ja Antizipation ist ja ein komplettes Fremdwort. Ne? Ich springe jetzt mal von der Couch. So, keine Ahnung, was da unten. Ach, Steinboden, mir doch egal. Ich springe jetzt von dieser Couch. Das habe ich relativ schnell verinnerlicht, wie schön das auch sein kann. So, also nicht von der Couch zu springen. Das wäre auch bei meiner körperlichen Konstitution, das lasse ich sein. Aber halt einfach so vor sich hinleben, das ist auch mal ganz schön und das hat sie mir beigebracht hier und da. Also Leute, die mit deiner Biografie vertraut sind, die mit Jupiter Jones als Band vertraut sind, die wissen vermutlich, was damals passiert ist. Mhm. Du sprichst von Angst. Für alle Leute, die jetzt nicht so im Thema drin sind, kannst du noch mal einen kurzen Abriss geben, was für eine Angst das ist, wie das diagnostiziert wurde und wie sich das bei dir zu der Zeit geäußert hat? Ja, also das fällt ins weite Feld der Angststörungen. Angststörungen können natürlich alles Mögliche sein, es können Phobien sein. Also auch so eine Flugangst fällt schon grob unter das Label Angststörung. Bei mir war es allerdings eine generalisierte Angststörung. Also das heißt, eine stets vorhandene Furcht, gar nicht mal vor konkreten Dingen, sondern vor Dingen, die einfach so eine Angst, die da war. Also eigentlich zu fast 100% unbegründet und oft genug auch ohne Anlass. Und dazu kam halt auch noch so ein bisschen Pest und Cholera. Es geht leider in dem Fall meistens zusammen. Halt noch eine Panikstörung, also Panikattacken, die sich darin äußern, dass ich das ist so ein Herzrasen, Kaltschweiß, Schwindel und so eine ganz irrationale Angst, also eine ganz übermächtige Angst vor dem Tod. Also ich habe sehr, sehr, sehr oft gedacht, dass ich eigentlich im Moment den Löffel abgebe. Und das macht's Leben echt schwierig, weil wenn man mal gerade nicht diese diffuse Angst hat, die einem ständig im Nacken sitzt und einem so dieses, ich glaube, jeder kennt das Gefühl, angestarrt zu werden. So, dass irgendjemand einem so Löcher von hinten in den Kopf starrt und brennt. Und das ist eigentlich bei einer generalisierten Angststörung so. Also irgendwo lauert immer irgendwas. Das war halt da, und wenn das nicht da war, war die große Abwechslung davon halt eine Panikattacke. Und das ist jetzt nicht so, das ist jetzt kein Sparbesuch, sag ich mal. Es ist in dem Fall dann wirklich so, dass man, die Symptomatik ist ja der eines Herzinfarkts nicht unähnlich. Genau, ja. Also man denkt wirklich, man stirbt. Man denkt, man stirbt. Das ist so, also Friedrich Schiller hat gesagt, das ist der Geist, der sich den Körper baut, und das stimmt in dem Fall tatsächlich. Also es muss noch nicht mal der Herzinfarkt sein, das ist so ein bisschen eine Frage, wie man da so konstituiert ist, wovor man die größte Angst hat. Ich kenne Menschen, die haben halt einfach Angst davor, umzukippen, ohne irgendwie einen konkreten Anlass, Schlaganfall, irgendwie das unentdeckter Krebs, also Krebs, alles was in so einem Körper halt so abgehen kann, wird während einer Panikattacke über die Symptome eines Herzinfarkts, also das ist eigentlich immer gleich, Herzrasen, Schwindel, Druck auf der Brust. Und so die Wahl des Todes, die ist eigentlich relativ flexibel. Also ich hatte auch schon alles Mögliche. Wenn es nach meiner Vorstellungskraft geht, hatte ich wirklich schon bis hin zu Denguefieber und so alles mal. Wann hattest du deine erste Panikattacke? Weißt du es noch? Ja, weiß ich ganz genau, weil es die bei der Trauerfeier nach dem Tod meiner Mutter war. Da habe ich in der Kirche gesessen und hatte da eine Panikattacke. Da warst du noch sehr jung. Da war ich 24, ja. Ja. Ja.
Das war viel zu jung, um seine Mutter zu verlieren. Ja. Und eigentlich auch viel zu jung, um sich mit so einem Thema auseinanderzusetzen, das einem permanent den Tod präsentiert. Ja. Wie viele Panikattacken kannst du ungefähr sagen, wie viele du hattest? Boah, ich hab irgendwann mal, habe ich das mal hochgerechnet. Also es gab halt eine ganze Zeit lang, da hatte ich irgendwie 3, 4 am Tag. Was halt wirklich, was einigermaßen ungewöhnlich ist. Und wenn ich das so hochrechne, also es wird irgendwas über 1000 werden es wohl gewesen sein. Ich meine, ich habe es jetzt seit 10 Jahren, ich habe es mittlerweile sehr gut im Griff. So der Begriff der Heilung ist da auch so ein ganz schwammiger, weil ich meine, wann bin ich geheilt? Ich kann ja nicht erwarten, vom Leben erwarten, dass ich plötzlich angstfrei bin. Ist ja auch totaler Quatsch. Angst ist ja wichtig. Also sage ich mal, ich habe immer noch eine Angststörung, aber eine, die ich sehr gut im Griff habe. Und naja, und in der Zeit, in der ich sie aber nicht im Griff hatte, da waren das locker über 1000, ja. Ja, bestimmt. Über 1000 ist das eine irrsinnige Zahl, vor allen Dingen, wenn man so eine Panikattacke hat, dann ist der erste Impuls, glaube ich, oder einer der ersten, irgendjemand muss jetzt einen Notarzt rufen. Mhm. Wie oft wurde der gerufen? Oh, ja, der war oft da. Der war wirklich oft da, weil das, bevor es wirklich therapiert wurde, aber auch so ein Monster war, bei dem keiner wusste, was er jetzt tun sollte. Also weder ich, noch meine Freunde, noch meine Frau, meine Familie. Und dann ist der erste Reflex, und der auch irgendwo ein gesunder Reflex, ist halt, den Notarzt zu rufen. Der war sehr häufig da. Was ich aber auch verstehen kann, weil ich habe auch oft genug danach gerufen und konnte aber dann oft genug auch selber gar nicht anrufen, weil da kommt so eine Hyperventilation dazu. Mhm. Und da dann irgendwie einem Arzt zu erklären, dass man gerade stirbt, das überlässt man ja eigentlich am besten lieber anderen. Deswegen musste da leider meine Frau viel zu oft anrufen. Ja. Hat die dann irgendwann gesagt, von sich aus, ich rufe da jetzt nicht mehr an? Ja, von sich aus nicht. Ich bin irgendwann in der Klinik gelandet, ist falsch. Ich bin freiwillig in die Klinik gegangen. Und da wurde sie dann irgendwann gebrieft und es wurde ihr gesagt, dass ich halt körperlich gesund bin. Alles, was irgendwie über so ein gewisses Maß hinausgeht, muss natürlich trotzdem dann behandelt werden. Also ich bin nicht unzerstörbar. Also wenn ich bewusstlos werde, bitte einen Arzt rufen. Aber wenn ich da sitze und mal wieder denke, dass ich einen Herzinfarkt habe oder ähnliche Angelegenheiten, dann bitte keinen Notarzt rufen. Ich kenne Leute, die hatten auch Panikattacken, mit denen habe ich mich jetzt nochmal unterhalten, bevor ich dich getroffen habe. Und die sagen, ja, sie kennen die Symptomatik mittlerweile, aber trotzdem rufen sie immer wieder den Notarzt oder lassen den rufen, weil sie sich denken, diesmal ist irgendwas anders, diesmal ist es wirklich ernst. Jetzt kriege ich wirklich einen Herzinfarkt, weil es auch im Arm total zieht. Mhm. Und dann schon allein dieser getätigte Anruf beim Notarzt lässt sie ihn ein bisschen besser gehen. Und sobald dieser Wagen dann vor der Tür steht und du sitzt da drin, der macht ein EKG, spritzt dir irgendwie ein Beruhigungsmittel hier oder ein Nitrospray, das man dann auch bekommt, um den Blutdruck zu senken, all diese Dinge. Und dann ist sofort alles gut. Und das ging ganz oft so. Ja, das stimmt tatsächlich. Es hilft überhaupt nichts zu wissen, ich habe eine Panikstörung, ich kenne die Symptome. Das wird wohl wieder eine Panikattacke sein. Ich habe irgendwann mal gesagt, dass es vielleicht das einzig Versöhnliche an meiner Krankheit ist, dass ich irgendwann tatsächlich an einem Herzinfarkt sterbe und der Meinung bin, ach, es ist halt eine Panikattacke. Aber aber auch das funktioniert nicht, weil es ist jedes Mal neu. Und ich hatte wirklich, wirklich wenig Panikattacken seit dieser langen und ausführlichen Therapie und auch seit diesem Jahr Auszeit, das ich mir gegönnt habe. Das war halt einfach wichtig, diese Zeit war unfassbar wichtig. Hatte ich wirklich wenige, aber wenn die gekommen sind, dann war es jedes Mal wieder so was Neues dann trotzdem. Und als dann die seligen Notarztzeiten vorbei waren, wie hast du dann selbst auf so eine Störung reagiert? Was hast du dann gemacht, damit die wegging? Diese Therapie, das war eine Verhaltenstherapie, eigentlich eine ganz klassische, die dann irgendwann mit so einer Konfrontationstherapie einherging. Bei mir war es ganz viel halt einfach Ursachenforschung. Das war wichtig, weil eine Angst ist immer, eigentlich ist Angst auch ein Symptom für ein Problem, das eigentlich viel tiefer sitzt. Ja.
in der ersten Zeit in der Klinik wurde, hat noch der Puls gemessen, der Blutdruck gemessen, bei jeder Panikattacke und auch dazwischen immer, wenn ich gedacht habe, so um Gottes Willen, na, jetzt geht's wieder los. Und irgendwann gab es sehr sanft, aber sehr bestimmt die Ansage, so, na, Herr Müller, Sie sind gesund. Wir messen bei Ihnen gerade gar nichts. Sie können sich gerne auf die Waage stellen und danach in den Fitnessraum gehen oder so. Das machen Sie doch irgendwas, machen Sie doch was für sich, tun Sie sich was Gutes. Und das war, wie gesagt, das war immer unheimlich liebevoll, aber auch ganz bestimmt. Und wenn man das eine Zeit lang wirklich unter Anleitung und mehr oder weniger unter so einem sanften Zwang gemacht hat, dann ist das fast, dann ist das wie, als wie eine Sucht aufgeben. Also es war eine Sucht. Ich bin zu Hause auch mit einem, es gab Tage, da bin ich original mit einem Blutdruckmessgerät am Arm rumgelaufen. Ich habe es gar nicht abgelegt. Ich habe 30, 40 Mal am Tag meinen Blutdruck gemessen. Und, das ist ja fast schon ein bisschen, als würde man drauf warten, ne? Ja. Oder ist das ja so eine Angst vor der Angst, die man dann auch hat? Genau, also das ist ja das Perfideste an der ganzen Sache, ist in den Zeiten, in denen man keine Angst hat und keine Panik hat, wartet man eigentlich nur auf die nächste. Und wenn man es warten vergisst, dann kommt aber irgendwann immer der Moment, in dem man bemerkt, okay, heute, guck mal, das ist ja total geil. Heute gar keine Panikattacke. Der erste panikfreie Tag seit einer Woche. Und das ist dann original der Moment, in dem man eine Panikattacke bekommt. Also das ist so ein bisschen, das sind Geister, die man echt rufen kann. Mhm. Ja. Und das muss verlernt werden. Also es gibt tatsächlich klinische Studien, in denen auch nachgewiesen ist, dass im Hirn Synapsen wachsen, die eigens zur Übermittlung dieser Informationen wachsen. Also die einfach den Weg, also die bauen quasi Abkürzungen im Weg. Wenn wir jetzt, also ganz kurzes Beispiel, ich finde es aber tierisch interessant, gehen wir vom Herzinfarkt aus. So, ich hab's oft mit dem Rücken, ich hab's oft mit den Muskeln, ich habe oft Verspannungen und dementsprechend halt auch schon mal Schmerzen in der Brust. So, das ist dann einfach, da habe ich mir halt irgendeinen Brustmuskel verrissen. Und das ist dann so ein Druck und ein Schmerz. So, für mich war das eine Zeit lang ganz klar, ich spüre diesen Schmerz, ich habe einen Herzinfarkt. Das war manchmal weniger als eine Sekunde und dann war sofort die Panik da. Das ging nur, weil diese neuen Synapsen da waren. Ein normaler Mensch, oh Gott, wie das klingt, ne? aber jemand, der diese Leiterbahn nicht hat, der denkt sich, boah, Schmerz in der Brust, wo kommt denn das her? Und geht erstmal so einen Fragenkatalog durch, ne? wenn er sich überhaupt Sorgen darum macht und kommt wahrscheinlich darauf, ach, mich verlegen oder ich habe mir irgendwas verrissen, um dann vielleicht irgendwann in letzter Instanz doch einen Herzinfarkt zu haben. Das mag ja sein. Ne? Mhm. Bei mir war das wirklich eine Sache von Sekunden. Und das sind wirklich Synapsen, die verödet werden müssen. Die müssen weg. Solange die da sind, dann hat man halt was gelernt, was wieder verlernt werden muss. Siehst du das auch so ein bisschen, dich so ein bisschen als Aufklärer, jemand, der sagt so, ich will bewusst über dieses Thema reden, weil ich weiß, es gibt Leute, die fressen das in sich rein und die wollen nicht drüber reden. Ja, genau. Aber in erster Linie, weil es Leute gibt, die es in sich reinfressen. Also ich glaube, die könnten alle offen darüber reden. Es ist ja mittlerweile, hält auch keiner mehr hinterm Berg, wenn er Krebs hat oder so. Und ich weiß, dass es vor 10 Jahren oder vor 12 Jahren, als meine Mutter an Krebs erkrankte, also da, was ja auch schon erschreckend genug ist, da war das so eine Art Tabuthema auch. Da hat man auch nicht drüber gesprochen. Ne? Da hat man das auch erstmal niemandem verraten. Ich finde, das ist natürlich, was die Symptomatik angeht, um einiges krasser. Aber im Grunde genommen ist es wie ein Schnupfen. Und das belegen die Zahlen. Es gibt so unfassbar viele Menschen, die halt unter Depressionen und auch unter Angst leiden, dass es eigentlich eine Schande ist, dass darüber nicht gesprochen wird. Und hört auf, euch zu schämen für euch selbst. Das ist ganz wichtig. Es gibt keinen Grund, sich zu schämen. In Deutschland gibt es nicht einen Menschen, der nicht irgendwen kennt, der eine Angststörung hat. Ich empfinde es nicht als besonders, diese Krankheit zu haben. Und ich fände es schön, wenn das vielen Menschen auch so geht. Weil wenn man einer Krankheit was Besonderes nimmt, dann ist sie viel leichter zu behandeln und viel leichter zu besprechen. Und vielleicht werden dann auch viel leichter Ressourcen freigegeben, weil was im deutschen Gesundheitssystem für psychische Leiden zur Verfügung steht, ist eine totale Vollkatastrophe. Das geht eigentlich so nicht. Ja, und da muss man halt hartnäckig bleiben und
muss jede Chance nutzen, darüber zu sprechen. Es ist ja de facto so, dass diese Angststörung ja fast so dein Hauptlebensinhalt und dein Lebenstraum, nämlich Musik zu machen, zerstört hat. Ja. Du musstest bei Jupiter Jones an dem Punkt aussteigen, da ging es gerade richtig ab. Still war der Riesenhit damals, ihr seid auf eine Tour gegangen. Also es war so quasi Next Level in der Band. Und ja. Ein besonders heikler Punkt, um da so einen Einschnitt dann auch zu wagen. Aber es ging einfach nicht mehr. Genau. Es war an einem Punkt, an dem meine Therapeutin, meine ambulante Therapeutin gesagt hat, entweder sie hören jetzt auf, sie machen eine sehr lange Pause, oder ich behandle sie nicht mehr weiter, weil das ist therapeutisch nicht mehr zu verantworten. Und das war krass, weil die ist super, die ist total fit. Und zu hören, also wirklich zu hören, ich sehe keine Hoffnung, wenn sie in diesem Lebensentwurf bleiben, das hat mir den kompletten Rest gegeben und da war dann klar, dass das enden muss. Und was hat dich dazu ermutigt, beziehungsweise dir die Gewissheit gegeben, dass nach einem Jahr Pause wieder für dich ein Punkt erreicht ist, an dem du dann mit so Tobi, deinem neuen musikalischen Partner, von Brücken gegründet hast? Das war dir klar, dass es wieder gehen könnte? Ja, das war ich alleine. Das war tatsächlich, also das war eine Entscheidung, die ich gefällt habe, als ich gespürt habe, dass es wieder geht. Da brauchte ich keine Diagnosen, da brauchte ich keinen Persilschein oder so. Dass, als ich gemerkt habe, okay, das Glück gehabt, das ging jetzt echt schnell, riesiges Glück gehabt, lass uns wieder Musik machen. Das war eine Entscheidung, die nur aus mir herauskam. Und ich konnte dann dankbar sein, dass es Menschen gab, die wahnsinnig genug waren, mir zu vertrauen, dass ich das auch tatsächlich bis zu Ende gedacht habe. Wie wichtig ist es dann, dass du mit von Brücken die Dinge, die dir im Kopf rumgingen in Bezug auf deine Krankheit, dass du daraus dann Songs machen kannst, also Stichwort Lady Angst? Mhm. Das war sehr wichtig, aber was mir auch wichtig war, ist, dass es keine Konzeptplatte zum Thema Angst werden sollte. Das habe ich der Angst nicht gegönnt und das wollte ich auch einfach nicht, das wollte ich den Leuten auch nicht zumuten. So, also so ein monothematisches Album über die Angst bringt auch niemandem was. Soll ja normal werden, wenn man dann da irgendwie so was Tommy-mäßiges draus macht oder The Wall oder so, dann... Viel. Ja, genau. Dann ist es halt schon wieder so spektakulär und so besonders, dass glaube ich, die Leute relativ schnell das Interesse verlieren. Mhm. Wobei Tommy und The Wall ja haben ja eigentlich funktioniert, ne? Eigentlich schon. Ja, schon. Verdammt. Ja. Wir bringen ja noch was. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Weil ich es gerade sehe hier, du hast an deinen Händen auch was verewigt zum Thema. Ja. Almighty Peter Gabriel. I own my fear, so it doesn't own me. Ja. Sehr, sehr wichtige Maxime. Könnte mal nachgestochen werden, aber... Man kann es auch ganz gut lesen. Ja, ne? Wie oft guckst du es selber an, im Spiegel oder so? Das habe ich tatsächlich, ich habe es mir machen lassen, als es mir noch gar nicht so gut ging. Und da sollte es so ein bisschen wie so ein, wie ein Mantra sein, das ich mir immer wieder angucken kann. Vielleicht habe ich mich damals auch maßlos selbst überschätzt und war der Meinung, ich wäre schon so weit und habe es mir deswegen dahin stechen lassen. Das denke ich nicht zu Ende. Ich gucke es mir mittlerweile sehr, sehr selten an, beim Zähneputzen, ne? Aber dann nur I own my fear, weil ich es einfach, ich habe das verinnerlicht. Das ist genau das, wovon ich eben sprach. Das ist dieses Lernen. Ne? So, ich besitze meine Angst, die Angst ist da, die Angst ist wichtig, die Angst hat ihre Berechtigung, aber sie hat mich nicht in ihrem Besitz, sondern ich, das ist ein Teil von mir. Ich bin der Chef und die marodieren manchmal, die Angestellten, aber das kriege ich dann wieder in den Griff. So ungefähr. Das ist auch so die grundsätzliche Perspektive und Herangehensweise für den weiteren Verlauf deines Lebens. Total, ja. Aber ich muss gewahr sein für diese Krankheit haben. Ich muss achtsam bleiben. Ich muss damit leben, dass das wiederkommen kann. Aber, und das hat sich die Angst, glaube ich, so nicht gewünscht und so nicht vorgestellt, das führt zu einem Leben, in dem man unheimlich viel dazu gewinnt.
man soll es nicht meinen, aber ab einem gewissen Punkt merkt man, ach guck mal hier, ich lerne mich gerade selber kennen und ich lerne gerade, wie so ein Leben in Achtsamkeit funktioniert. Und das ist ein ungeheurer Zugewinn, den vielleicht viele Menschen gar nicht haben, wenn sie nicht direkt damit konfrontiert werden, dass sie das so nicht leben. Also ich nehme's Leben total anders wahr und kann auch wieder genießen. Das habe ich lange Zeit verloren. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Danke dir. Bleib gesund. Das war so toll, dass du mit uns gesprochen hast. Vielen Dank. Ich danke für die Einladung.